Meine Damen und Herren, heute wird es sehr wolkig und ihr kommt zu einem neuen Paar Super Mario 3D World. Und jetzt gehen wir direkt in Welt 66 in die Kugelbilly-Festung. Und ich bin sehr, sehr froh, endlich dieses Video aufnehmen zu können. Denn es ist wieder Freitagabend. Und ihr wisst, was am Freitagabend ist bei mir. Es ist mein Aufnahmetag und ich freue mich immer jede Woche darauf, wieder ein neues Video zu machen. Ich habe gerade gedacht, der Ingame-Sound ist weg, aber zum Glück ist das nicht der Fall. Und hier spielt alles voller Kugelwilli und ich habe euch glaube ich gar nicht gesagt, dass man mit der Katzenkralle diese Kugelwillis ablenken kann. Und habt ihr den letzten Part verpasst, könnt ihr das gerne oben rechts nachholen. Und wenn ihr gerade dort sind und weitere Videos von mir anschauen wollt, könnt ihr gerne meinen Kanal abonnieren. Das ist doch auch toll für mich. Denn es freut mich natürlich sehr, wenn jemand meinen Kanal abonnieren würde. Und ja, dieses Level ist eigentlich etwas ganz anderes. Das Ziel ist nicht links nach rechts zu gehen, sondern nach oben zu gehen, vor allem im ersten Teil des Levels. Und irgendwie hier ganz oben müsste der allererste Grünstein sein. Und hier kann man ganz einfach mit der Katzen hier ganz schnell hoch gehen und auch super schnell die erste Kartenblocke erhalten. Ja, ja, wahrscheinlich. Und ich glaube, irgendwo müsste hier noch ein Pixel-Luigi sein. Aber, oh, da hat es ein paar Frame-Drops. Das ist komisch. Das ist sehr komisch. Aber hier haben wir einen Pilz wieder einmal. Komm, gib mir diesen Pilz. Und hier gehen wir mal runter und eliminieren diesen Galumba. Und jetzt kann ich auch ein Pixel-Luigi zeigen. Ach so, hier ist er. Stimmt. Hallo, Pixel-Luigi. Habe es voll verpennt. Und hier haben wir ja gesehen, hier kann man ja rauf und hier müsste der nächste Grünstern sein, exakt. Und hier kann man rundherum gehen und auch diesen Grünstern holen, nice. Und hier auch noch ein bisschen Zeit, das ist doch auch nice. Und mit dem wunderschönen Katzenhecht-Roll-Teil-Sprung-Gedünse ist das auch alles kein Problem. Und das war ein gewagter Sprung, Toby. Wow, der ist echt schwer zu handeln. Aber was haben wir hier? Einfach ein paar Nutzen. Das ist nice. Und ein bisschen Abkürzung, glaube ich, auch noch. Aber ich will euch so viel wie möglich von diesem Level zeigen. Deswegen gehen wir hier durch diese gefährlichen Verschwindwolken durch. Und sind auch bald hier oben. Und hier ist ein riesiger Kugelwilli. Aber der ist so langsam. Tot ist. Stattdessen eine Rakete. Ganz einfach gesagt. So, wie habe ich das gerade gemacht? No. Ah. Aber hier ist der nächste Grünstern. Und ganz ehrlich, wenn man hier die Katzenglocke verliert, dann hat man etwas falsch gemacht. Denn ohne Katzenglocke kommt man so gut wie gar nicht weit vom Fleck. Und ja, hier ist der alternative Weg, wenn man keine Katzenglocke hat. Wow. Einfach nicht sterben, Toni. Ungünstig, ungünstig. Aber gerade so noch gerettet. Wow. Ich wollte eigentlich nur hier hochgehen. Wow, das schafft sogar Toad. Und hier oben ist der Stempel. Einfach wichtig aufzupassen, nicht dass man diese Blöcke zerstört. Und mit High Speed ins Ziel. Und das ist auch nice. Und jetzt esse ich ein bisschen von meinem Sandwich, den ich gerade vor mir habe. Denn ich habe Hunger. Es ist 11:30 Uhr nachts und komme vom Arbeit, ich natürlich habe Hunger und diese Galumba sieht nicht so glücklich aus. So.
Oh, gehen wir zum nächsten Level. Oh, ja, dann haben wir die Reihenfolge verkackt. Denn hier kommt eigentlich das erste Level von diesem Part, aber. Spielt hoffentlich keine Rolle. Ja, gut. Der erste Tod auch schon einmal von der Liste abgestrichen. Weil diese Typen, die blasen sehr, sehr stark. Bis zum Tode kann das führen. So. Und die Feuerblume ist doch auch gut hier in der Kälte, um nicht zu erfrieren. Und hier haben wir wieder... Was? Also, ich kann mich selber verkaufen, ne? Aber wie zum Teufel bin ich jetzt gerade draufgegangen? Also, wie ist das eigentlich dieses Power-Up richtig draufgegangen? Denn... Was? Nein, Mario! Mario! Das hört mir immer auf. Immer wenn ich Mario spiele, ist ein... Ist etwas nicht gut. Komm Mario, du schaffst das. Ich glaube an dich. Dann halt nicht! Ja, dann halt nicht, ne? Man kann diese Teile echt aufhalten. Das wusste ich gar nicht mal. Ja, sicher, du kannst mal deinen Mund halten, wenn das funktioniert. Und Mario, du kannst jetzt hier ganz genüsslich den Grünstern graben. Und ist hier vielleicht noch ein Power-Up? Ich finde es echt schön, dass auf dieser Blöcke halt Schnee ist. Und das finde ich ein wunderschönes Detail. Mann, das ist mein fünfter Tod. Nice. Mein sechster Tod. Nice. Jetzt hier ganz schnell durch. Und... Wow. Gerade noch so gerettet. Puh. Der Spuk ist nun vorbei. Und stattdessen können wir, glaube ich, jetzt ein Pixlucci besichtigen. Oh, wie gut der versteckt ist. Hallo. Also dort drüben haben wir einerseits eine Warpbox. Das will ich das mal holen. Zu einem zusätzlichen Raum. Und hier müssen wir genug schnell sein. Und auch diesen Dudes ausweichen. Und auch diese Blockade hier. Und den Grünstein einsammeln, das ist ganz wichtig. So, ganz ruhig, meine Damen und Herren. Ihr müsst mich gerade nicht überfahren mit einem Schlittschuh. Vielen Dank. So. Gibt es hier keinen Power-Up mehr? Das ist ein bisschen schade. Und hier muss man das richtige Timing erwischen. Ja, und dann... mit dem Windstoß wieder hochzukommen und dann eben nicht. Also ist ja nicht so schlimm und oh mein Lieber, du kannst mal dich verziehen. Ich mache mir das Leben einfach so leicht wie möglich. Dieses Level ist mein Lieblingslevel, ganz ehrlich. Nein, absolut gar nicht. Einfach nein. Ich habe dieses Level gar nicht so schlecht in Erinnerung, aber jetzt habe ich es definitiv schlecht in Erinnerung. Da muss ich gleich einen Biss von meinem Sandwich nehmen. Passend dazu, Mario im Schlittschuh. So. Ein Totos. Das brauchen wir im Moment nicht. Stattdessen gehen wir in die Fusi-Fabrik. Und das ist ein Scrolling-Level. Und Peach ist hier eine sehr schlechte Wahl. Denn sie ist nicht so besonders schnell, aber ich vertraue ihr. Und es ist auch gut, mal
ab, immer so unterschiedliche Characters in einem Part zu haben. Das bringt auch zur Abwechslung und Erfrischung, logischerweise. Und hier haben wir die Knochentrocken und einen sehr nicen und geilen Track, werde ich sehr feiern. Diesen Panic Fuzzy Fabric Sound. Und ja, hier verfolgt ganz normal diese Fuzzy-Sein. Und hier wird man, glaube ich, zerdrückt. Ah nein, hier sollte man dazu motiviert werden, direkt rauf zu gehen. Aber nein, wir sind genug schlau zu wissen, dass hier noch ein Grünstern sich befindet. Wow, diese Gomba wollte mich unbedingt eliminieren, aber ein Problem für Peach, die weiß alles super. Oh, oh, merci Gomba, dass du mir diesen Grünstein so einfach hergibst. Ist hier noch? Ja, sicher. Nein, Peach, Peach! Meine Fresse. Okay. Jetzt müssen wir nur noch ein gutes Zeitfenster haben, um hier hochzukommen. Gut, und jetzt können wir ganz entspannt hier rausgehen. Und eigentlich ins Ziel gehen. Ich weiß gar nicht einmal. Kommen die Fuzzies irgendwann mal? Aber ich glaube nicht. Und ich glaube, hier am Ende, wieder in dem Busch dort, wird der Pixlucci versteckt sein. Das reicht exakt für den goldenen Pfannenschein. Und jetzt nehme ich wieder ein Biss von meinem Sandwich. Passend dazu den Fuzzy-Stempel. Das ist echt nice. Und jetzt können wir eigentlich zum Castle. Aber hier machen wir einen Zwischenhalt. Zum Rätselhaus. Ballebene im Rätselhaus. Luigi? Du bist an der Reihe. Wusste es einfach. Und mit diesem Baseball machen wir jetzt ganz viele Minispiele. Und hier können wir ganz entspannt den ersten Grünstein holen. Und jetzt hier noch ein bisschen mit. Überlegen. Mit ein bisschen Überlegung ist das alles kein Problem. Und hier muss man perfekt gerade laufen und dann diesen Ball beim höchsten Punkt werfen. Und hier muss man gut schauen, dass man diese da oben Powerblöcke trifft. Und das ist dann alles kein Problem gegen diese Powerpunkte, wenn Luigi diese Grünstein einsammeln würde. Und jetzt kommen wir zum Finale. Einerseits kann man hier mit dem Cursor arbeiten, aber da halt mache ich es mit dem Cursor. Da halt nicht. Schade. Oh, wie schade. Interessiert mich gerade nicht. Ich mache das einfach ganz einmal und mache noch einmal und ihr seht das dann, wenn ich beim letzten Grünstein bin. Und jetzt bin ich wieder hier und jetzt schauen wir, dass wir alle treffen. Ja, komm, leck mich doch. Ja, versuchen wir es noch einmal und das Mal habe ich keinen Bock mit diesem Baseball-Bällen. Ganz ehrlich. Wir machen es einfach so. Sonst müsste ich doch noch 5000 Mal spielen. Aber eigentlich sollte man mit diesen Baseball-Bällen diese Plattform aktivieren. So. Nun haben wir auch dieses zu 100% geschafft. Und auch noch leckere 5 Grünsterne in unserem Besitz. Das schmeckt. Und jetzt gehen wir in das Boss-Level dieser Welt. Aber zuerst nehme ich mir ganz gut noch das One-Up hier drin. Und jetzt gehen wir zum Boss. Bowser's Boom Boom Brigade. Wer darf das machen? Toad. Das machen wir doch, Toad. Okay. Die Soldaten sind natürlich auch wieder am Start. Und hier gibt es ganz viel Bomben.
Und hier gibt es einen Pilz. Zumindest etwas. Und hier als Konfetti wird immer wieder ein Pixluigi erscheinen. Wenn ich das immer richtig in Erinnerung habe. Und wir müssen halt immer wieder schauen. Bezüglich die Bomben, die sind immer sehr wichtig, um dann auch an die Grünsterne zu kommen. Und hier hat man unendlich viele Bomben und kann hier ganz einfach zum ersten Grünstein kommen. Oder einfach einen Stampfattacke machen, was ein lieber ist. Und auch mit dem Cursor ist es natürlich auch möglich. Und hier holen wir, glaube ich, den Lungsring, um hier alle einzusammeln, die kleiner Boomerang Bro, ich mag dich nicht. Und jetzt müssen wir, glaube ich, eine Bombe haben. Nein, nein. Ich habe einfach daneben geworfen und weil das jetzt ein Scrolling ist, ist es noch belastender, weil es so lange geht. Und jetzt. Bom, 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 bom. Nicht dein blöder Ernst. Versuch Nummer 3000. Kann ja echt nicht sein. So, geht doch. Zumindest haben wir den zweiten Grünstern. Zumindest haben wir den. Nein. Gut, ich dachte, es geht da rüber. Den nächsten Grünstern, aber das ist nicht der Fall. Nein. Ich glaube, hier ist der Stempel oder so. Ich weiß es nicht mehr. Ah, hier geht es zum Grünstern. Und jetzt muss man... im richtigen Timing müssen wir hier den werfen und der Stempel ist unser Besitz. Und jetzt haben wir den Fight gegen Bum Bum. Und hier nehme ich mir schnell die Katzenglocke. Dann bin ich mir sicher, dass es mir um einiges einfacher geht. Und vor allem, dass ich nicht sterbe. Das ist das Hauptziel. Hoffe ich zumindest. Denn ich bin jetzt relativ oft gestorben. Natürlich haben wir einen Gegentreffer. Macht auch Spaß. Ich find's cool. Find's cool, cool. Macht sehr Spaß. Aber stattdessen können wir jetzt endlich nach all diesen Jahren die Fee retten. Die hat schon lange aufgegeben. Ich bin schon etwa 30 Mal in diesem Part gestorben. Also ich dachte, dieser Dude, der bringt ja gar nichts hin. Ja. Ich weiß es, spät am Abend. Und hier bekommen wir einen Soldat. Aber die Welt 6 haben wir jetzt beendet. Und die Fee, die bringt wieder uns in die nächste Welt. Und wohin das hinführt, das sehen wir im nächsten Part. Aber was soll weiter oben als die Wolken sein? Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt und abonniert gerne diesen Kanal, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, auch von meinem schlechten Skill. Und man sieht sich irgendeinmal wieder. Ihr könnt jetzt hier beim Endcard einerseits zum letzten Part von Super Mario 3D World klicken oder sobald es online ist, der nächste Part. Man sieht sich.